Ja, von einigen Mitgliedstaaten angestrebt, das ist richtig, aber ganz und gar nicht von allen. Die Bankenunion ist in der Tat eine Haftungsunion in dem Sinne, dass wenn eine Bank ins Wanken gerät, dann die anderen Banken in Europa diese Bank also stützen sollen und nicht mehr, wie es bis jetzt geschehen ist, die öffentliche Hand bzw. die Aktionäre. Natürlich ist in Deutschland, wo die Bankenlandschaft relativ stabil dasteht, der Widerstand dagegen eher groß, gegen diese Form von Solidarität, das kann man durchaus so sagen. Er ist besonders groß bei den Sparkassen und den Volksbanken, aber auch bei den privaten Banken und Teilen der Bundesregierung. Also, das ist alles auch in Europa, in Brüssel noch nicht durch. Dennoch, der Bundestag debattiert in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der FDP-Fraktion über dieses Thema. Antje Tillmann für die Unionsfraktion hat das Wort. Hinter verschlossenen Türen diskutiert worden wäre. Auch ohne die FDP hat es dieser Deutsche Bundestag in der letzten Legislaturperiode geschafft, in zwei Beschlüssen sich mit der Einlagensicherung zu befassen. Ich empfehle Ihnen die Beschlüsse vom 4. November 2015, vom 23. Februar 2016, wo wir intensiv darüber diskutiert haben und wo wir natürlich uns auch mit den Problemen der Bankenunion beschäftigt haben. Das werden wir auch weiterhin tun. Aber im Gegensatz zu Ihrer sehr kritischen Rede sind wir fest davon überzeugt, wir brauchen Europa, wir wollen in Europa. Und wir waren in Europa auch schon sehr gut auf dem Weg zur Regulierung der Finanzmarktkrise. Wenn Sie kurz zuhören, will ich Ihnen gerne sagen, was wir schon alles positiv erreicht haben. Wir haben begonnen mit dem Stresstest. Über 130 Banken sind von der EZB geprüft worden. 25 Banken haben Kapitalunterdeckung aufgewiesen. Diese 25 Banken haben dieses Kapital herangeschafft, sodass da auch Risikominderung passiert. Passiert ist. Wir haben eine europäische Aufsicht in Europa. Diese Aufsicht funktioniert immer besser, sogar so gut, dass wir darüber nachdenken, ob man über eine Small Banking Box nicht kleinere Banken von dieser Regulierung weiter entlasten muss. Den Bankenabwicklungsmechanismus haben Sie beschrieben. Wir haben die Regelung, dass Steuerzahler in Europa nur noch in Ausnahmefällen für Abwicklungsbanken bezahlen müssen. Das haben wir sichergestellt über den Mechanismus, über ein Bail-in, dass Eigentümer und Anteilseigner vorrangig haften. Und wir haben einen Abwicklungsfonds bis 55 Milliarden Euro, der bisher auch schon zu einem Drittel angespart wurde. Auch da haben wir Sicherheit in den Finanzmärkten angeschafft. Wir haben auch die Einleger bei der Einlagensicherung in Europa weiter geschützt. Alle Banken Europas müssen einem nationalen Einlagensicherungssystem angehören. Das ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Einleger können bis zu 100.000 Euro grenzüberschreitend ausgezahlt werden, in Sondersituationen sogar bis 500.000 Euro. Das ist ein guter Schritt in Europa. Das, finde ich, gehört zu einer ehrlichen Debatte dazu, dass wir hier massiv Fortschritte für Einleger auch gemacht haben. Aber natürlich weiß ich, dass es noch eine Menge zu tun gibt. Und deshalb haben Sie ja zu Recht darauf hingewiesen, dass der ECOFIN am 17. Juni 2016 genau das gesagt hat. Wir haben die ersten Schritte gemacht und die müssen weitere folgen. Und der wichtigste weitere Schritt ist Risikoreduzierung. Abbau notleidender Kredite. 4,6% Durchschnitt Non-Performing Loans in Europa sind zu viel. Andere Staaten haben sogar 46%. Natürlich brauchen wir europäische Benchmarks, die sagen, in Europa sollte im Durchschnitt die Quote der Non-Performing Loans auf jeden Fall reduziert werden. Wir müssen harmonisieren das Insolvenzrecht. Natürlich müssen wir europäische Vorgaben haben, wie in faule Kredite auch und in Sicherheiten auch vollstreckt werden kann. Es gibt Staaten, da geht das recht zügig. Andere Staaten brauchen Jahre, bis diese Forderungen auch und Sicherheiten auch tatsächlich vollstreckt werden können. Wir merken in Europa, dass die Frage des Bail-in-Puffers schon wieder in Frage gestellt wird. Darauf werden wir bestehen, und da sind wir mit unserem ehemaligen Finanzminister Schäuble und unserem jetzigen Finanzminister Schäuble Altmaier auch einig. Und unser Staatssekretär kämpft auf allen Ebenen in Europa dafür, dass wir die Grenze, die wir eingeführt haben, nicht wieder in Frage stellen. Ich erwähne latente Steuern, die Sie noch gar nicht zitiert haben. Natürlich dürfen Nationalstaaten über die Behandlung von latenten Steuern nicht weitere Risiken in Banken umschieben. Staatsanleihen, genau dasselbe Thema. Wir müssen uns über die Risikogewichtung von Staatsanleihen unterhalten, aber wir dürfen dabei auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Staaten, die unter dem Rettungsschirm sich wieder
gebessert haben, die wieder gut dastehen, nicht zusätzliche Probleme bekommen. Also ich teile Ihre Auffassung, es gibt noch viel zu tun. Ich teile nicht Ihre Auffassung, dass wir nicht erfolgreich bisher uns auf den Weg gemacht haben. Und ich glaube, es macht gar keinen Sinn, schlecht zu reden und die schlechten Seiten in den Vordergrund zu stellen, sondern es macht Sinn, gemeinsam in diesem Haus unserem künftigen Finanzminister mit auf den Weg zu geben, was wir wollen. Und wir wollen erst Risikoorientierung und danach kann der zweite Schritt passieren. Das werden wir schaffen, das werden wir tun, öffentlich, wie wir es immer tun in diesem Haus. Und vielleicht gucken Sie in die Anträge mal rein. Vielleicht können wir diese Anträge ja dem neuen Finanzminister mit auf den Weg geben für seine europäischen Diskussionen. Aber ich bleibe dabei, Europa ist wichtig für Deutschland. Wir wollen europäische Harmonisierung und dafür kämpfen wir mit aller Macht. Dankeschön. Herzlichen Dank. Die Rede von Antje Tillmann, die hier die Position der Unionsfraktion dargestellt hat. Demnach wird es also so schnell nicht zu einer Bankenunion kommen. Weiter geht es jetzt mit Ingrid Arndt-Brauer für die SPD-Fraktion. Ich finde es schön von der FDP, dass man der neuen Finanzausschussvorsitzenden gleich die Möglichkeit gibt, eine Rede zu halten. Man hat dann überlegt, wie schafft man das am besten? Man macht eine Aktuelle Stunde. Es hätte viele Themen für eine Aktuelle Stunde heute gegeben. Also zum Beispiel hätte man über, ich sag mal, über den Stand der Sondierung Steuern, Finanzen reden können. Man hätte reden können über die Boni der Deutschen Bank. Man hätte sogar reden können über das Fehlen von Grundschullehrern und die finanziellen Auswirkungen auf Haushalte. Man hätte reden können über die Hausdurchsuchung des Zolls. Sogar über die Sturm- und Hochwasserschäden der letzten Wochen hätten wir reden können. Wir hätten auch über die aktuelle Ausschussbesetzung des Finanzausschusses reden können. Aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, was ist aktuell an Ihrem jetzt beantragten Thema Positionierung der Bundesregierung zu einer europäischen Bankenunion? Es ist deswegen nicht aktuell, weil wir eine geschäftsführende Bundesregierung haben, die das umsetzt, was wir alles schon in der Vergangenheit beschlossen haben. Und ich habe wirklich geguckt heute in Nachrichtenagenturen, in Tickerberichten. Ich habe nichts Aktuelles gefunden und es kam ja auch nichts Aktuelles. Also es ist nichts Richtiges passiert in dieser Woche. Und es mag ja sein, Sie sind schon länger nicht mehr hier gewesen, aber Aktuelle Stunden beinhalten in der Regel aktuelle Themen. Nein, das ist nicht peinlich. Ich will was zur Bankenunion sagen. Wir haben uns, hätten Sie auch beantragen können, haben Sie aber nicht. Deswegen rede ich jetzt zu Ihrem Antrag. Die EZB hat, so wie wir alle beschlossen haben, mitbeschlossen haben, im November 2014 die Verantwortung für den einheitlichen europäischen Bankenaufsichtsmechanismus übernommen. Das wissen wir alle. Das ist schon, wie gesagt, mehrere Jahre her. Seitdem ist sie für signifikante Banken zuständig. Das sind Banken, die haben mindestens 30 Milliarden Euro Bilanzsumme. Mindestens ist es die drittgrößte Bank im Mitgliedstaat und mindestens beinhaltet 20% des BIPs des Mitgliedstaates. Nicht signifikante Banken sind weiterhin von nationalen Aufsichtsbehörden überwacht. Wir haben einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus. Das heißt, diese eben von mir angedeuteten Banken und große grenzüberschreitende Banken werden jetzt einheitlich europäisch abgewickelt. Risiko und Haftung haben bei uns von Anfang an zusammengehört. Wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen das zusammen betrachten. Wir müssen gucken, was haben wir für Banken vor uns, welche Risiken gehen die ein und wie müssen die abgewickelt werden. Es soll ein gemeinsamer Abwicklungsfonds aufgestellt werden bis zum 31.12.2023. Der beinhaltet 55 Milliarden Euro. Vorrangig werden Anteilseigner und Gläubiger herangezogen, das sogenannte Bail-in. Dann erst der Staat, also keine Gemeinschaftshaftung der teilnehmenden Mitgliedstaaten für den Fonds. Das war uns allen sehr wichtig. Auch in den Sondierungspapieren, über die Sie ja heute nicht reden wollten, steht das noch mal drin. Wir haben mit der CDU das noch mal aufgeschrieben, dass wir Haftung und Risiko nicht auseinanderfallen lassen wollen. Gerade laufen die Koalitionsverhandlungen zu dem Thema Finanzen und Steuern. Ich kann Ihnen nicht sagen, was da gerade neu verhandelt wird. Aber das können wir zu gegebener Zeit dann hier ja weiter diskutieren. Der geschäftsführende Finanzminister Altmaier hat Schwachstellen in der Europäischen Währungsunion angesprochen. Hat er getan. Kollegin Tillmann hat schon darauf hingewiesen, er hat auch auf den EU-Gipfel im Juni hingewiesen, dass da wichtige Entscheidungen für die Architektur der Eurozone gefällt werden müssen. Wir haben auch die Bedenken von Sparkassen und Volksbanken immer sehr ernst genommen.
dass die ein eigenes Absicherungssystem haben und am liebsten überhaupt nicht in irgendeiner anderen Form in Anspruch genommen werden wollen, haben wir immer berücksichtigen wollen und haben wir auch versucht, nach Brüssel zu tragen. Da gibt es Anträge, da gibt es Resolutionen. Da haben wir eine ganze Menge gemacht in den letzten 4 Jahren. Trotzdem ist es so, wir brauchen eine Risikoabsicherung. Wir brauchen auch einen einheitlichen Mechanismus. Wir wollen alle zusammen in Europa weiter vorankommen. Dafür ist es wichtig, dass wir eine gute Zusammenarbeit im Euroraum haben. Und Sie können sicher sein, der nächste Finanzminister oder die nächste Finanzministerin wird diese erfolgreiche Politik fortführen. Ich freue mich drauf und ich freue mich vor allen Dingen, wenn Sie nächstes Mal eine etwas aktuellere Thematik für Ihre Aktuelle Stunde aussuchen würden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Ingrid Arndt-Brauer hier, die hier ein wenig die FDP-Fraktion vorgeführt hat, sie selber gehört der SPD an. Weiter geht es jetzt mit der AfD und deren Abgeordneten Harald Weil. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, da ist wohl viel Freude im Himmel über reuige Sünder, die zur Tugend zurückfinden. Aber aufmerksame Beobachter haben nicht vergessen, dass es die FDP war, die schon den Anfängen der ganzen heutigen Chose nicht gewährt hat. Im Dezember 2011 hätte sie und nur sie den eigenen Mitgliederentscheid über die Überführung eines EFSF in einen ESM ja nicht mitmachen müssen. Und sie hätte auch schon die größte deutsche Kapitulation seit dem 8. und 9. Mai 1945 nicht mitmachen müssen, nämlich die vom 7. bis 9. Mai 2010 in Brüssel, als der Sondergipfel aller griechisch-römischen rechtsfreien Freistil-Euro-Rettung stattgefunden hat, sozusagen. Ob nun europäische Landwirtschafts-, Kohäsions- oder Sonderfonds und sogenannte Unionen aller Art, sie alle waren und sind nur eines, gigantische Mausefallen für den deutschen Steuerzahler. Und die meisten davon haben auch schon zugeschnappt. Kollege Weil, ich wäre dankbar, wenn Sie auf solche Dokumentationen verzichten würden. Das ist im Haus nicht üblich. Danke. Ich habe Sie jetzt nicht gespannt und lasse von links nach rechts rumgehen. Das wäre vielleicht die richtige pädagogische Übung. Unabhängig davon, wenn ich es unterbrechen darf, es ist nicht üblich, im Hause solche Dokumentationen vorzunehmen. Die reichlich unselige Koalition der FDP mit den großen Nicht-Steuerzahlerparteien und eigentlich auch nicht-bürgerlichen Parteien, CDU, CSU, wäre dann halt geplatzt. Es wäre ein Jahr früher gewählt worden. Vielleicht wäre dabei schon 2013 mehr für uns alle und insbesondere für die Bürger da draußen im Lande rausgekommen. Mehr als ab September 2013 dann eine erste Merkel-GroKo mit noch unsäglicheren Fehlentscheidungen jedenfalls. Und heute wird eben parallel zur Bankenunion und europäischen Einlagensicherungen schon von einem EWF fantasiert, einem europäischen Währungsfonds. Das ist übrigens so einer, der anders als alle anderen sein bzw. unser Geld nicht zurückhaben will, wie wir letztes Jahr schon bei der Irland-Schuldentilgung gesehen haben und wie wir letztes Jahr live gesehen haben. Ja, vielleicht ist das ein Gedächtnis zu kurz. Ja, das können Sie nachlesen im Protokoll. Übrigens auch die mündigen Bürger auf der Tribüne und vor den Bildschirmen haben es gesehen und gehört und vielleicht im Gedächtnis bewahrt, wie hier mit europäischen Dingen umgegangen wird. Denn das große europäische E, vor welchen Fonds oder Verträgen auch immer, steht ja ganz offensichtlich für E wie egal. Ja, wie sehr die Dinge auch gegen Vertrag oder Geist von Maastricht bzw. eines freien Europas verstoßen mögen, sie werden trotzdem gemacht. Und schon im Mai 2010 wurden mit deutschem Geld weniger die deutschen Banken gerettet als vielmehr die französischen. Deren nationale Unternehmensrisiken wurden einfach sozialisiert in diesem Finanzeuropa der Übervorteilung und Ausbeutung des deutschen Steuer- und Sparersäckels. Es ist im Großen und Ganzen übrigens auch ein Europa des Finanzrassismus, wo die Rettung konsumverwöhnter Südeuropäer viel mehr wert ist als etwa die Unterstützung ehrlicher Marktstrukturen in Afrika oder sonst wo auf der Welt. Geld kann man eben nur einmal ausgeben. Ja? Selbst Europäer können das nur einmal ausgeben. Die EU-Einkommensgleichheit wurde zwar noch nicht überall künstlich herbeisubventioniert, wohl aber die Einlagensicherungsgleichheit
Bereits bei der bestehenden EU-Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Bankkunde tut sich doch die Frage auf, wie kommt ein einfacher und ehrlicher Grieche, Zypriot oder Portugiese etc. eigentlich zu 100.000 Euro Sparvermögen? Auf grundehrliche Art und Weise etwa? Die gibt's auch. Und die Deutschen, die die Zeche anderer zahlen, ja, die brauchen ja offenbar selbst keine 100.000 pro Person, da ihre gesamten Haushaltsvermögen ja gerade mal 50.000 ausmachen. Das hat die unsägliche EZB sogar selbst berechnet in jenem Totalkapitulationsjahr, restdeutscher Staatsräson, anno 2010. Wie lange noch soll das so weitergehen, dass deutsche Regierungen und Amtspersonen ein so miserables Geschäftsgebaren an den Tag legen, zulasten des eigenen Souveräns? Das ist schon jenseits aller Wischi-Waschi-Politik, auch in diesem Bereich. Das erinnert schon eher an eine Wischi-Waschi-Politik mit umgekehrtem Vorzeichen und umgekehrten Geldströmen freilich. Machen Sie als deutsche Regierung endlich normale bürgerliche Politik für ein normales bürgerliches Deutschland, anstatt für ein immer anormaleres Enteignungseuropa oder E-Utopia. Danke, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie uns Bescheid. Als nächstes hat das Wort. Die Rede von Harald Weil war das für die AfD-Fraktion. Weiter geht es hier mit Fabio De Mesi für die Linksfraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, also dass Sie die Befreiung von einem großen Unglück für dieses Land auch nach den heutigen Feierlichkeiten, nach der heutigen Gedenkstunde, als eine Kapitulation bezeichnen, das zeigt, Sie sind keine Alternative für Deutschland, Sie sind eine Schande für Deutschland. Aber wissen Sie, warum ich so gerne Abgeordneter bin? Als Kind las mir Mutti immer Märchen vor. 2014 verkündete die Bundeskanzlerin auf dem G20-Gipfel in Brisbane, es wird nie wieder notwendig sein, dass, wenn große Banken zusammenbrechen, Steuerzahler diese Banken retten müssen. Es ist schon wieder Märchenstunde und ich werde auch noch dafür bezahlt. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fretscher, schrieb kürzlich, einiges spricht dafür, dass die Finanzmärkte im Jahr 2018 eine Korrektur erfahren, die ernste wirtschaftliche Verwerfung mit sich bringen können. Die wirtschaftliche Herr Kollege, einen Moment bitte. Auch wenn ich Verständnis dafür habe, dass Erregung im Saal herrscht, bitte ich doch darum, dem Redner zuzuhören. Die wirtschaftliche Euphorie hat viele Akteure der Politik und auf den Finanzmärkten träge und blind vor den wachsenden Risiken gemacht. Ende des Zitats. Der frühere Vorsitzende des Beirats des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken, Martin Hellwig, vertraut den Basel-Reformen zur Bankenregulierung nicht. Er fordert hohe Eigenkapitalquoten, die nicht durch die internen Modelle der Banken frisiert werden können. Das würde die Finanzierung von Banken und Kredite übrigens nicht teurer machen, weil auch Risikoprämien sinken. 10 Jahre nach der Finanzkrise ist das zentrale Problem aber nicht gelöst. Große Universalbanken sind immer noch zu groß und zu vernetzt zum Scheitern und werden wieder Steuerzahler erpressen. Und auch die EZB unterliegt als Aufsicht und Kreditgeber der Banken permanenten Interessenkonflikten. Der einstige US-Glass-Steagall Act zur Trennung der Banken umfasste nur 37 Seiten. Die EU-Bankenregulierung umfasst hunderte Telefonbücher, aber mit tausenden Schlupflöchern. Die Bilanz der Deutschen Bank ist immer noch 1,5 Billionen Euro schwer. Das ist das Bruttoinlandsprodukt Italiens. Der IWF stuft die Deutsche Bank daher zu Recht als die gefährlichste Bank der Welt ein. Die Deutsche Bank wäre ohne diverse Rettungsmilliarden von AIG über Hypo Real Estate oder Griechenland mausetot. Dennoch schüttet sie schon wieder Boni von 1 Milliarde Euro aus. Die sind das Volkswagen der Banken, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Man traut sich das als Linker kaum zu sagen, aber die Deutsche Bank ist faktisch eine Staatsbank. Mit dem feinen Unterschied, dass sie Gewinne privatisiert und Verluste vergemeinschaftet. Für das riskante Investmentbanking genießt sie über die faktische Staatshaftung eine Subvention der Steuerzahler bzw. einen Finanzierungsvorteil.
Die EU-Kommission hat indes die Aufspaltung der Megabanken unter dem Druck der Lobby beerdigt. Daher bleibt das Abwicklungsregime und die Haftung von Eigentümern und Gläubigern der Banken, wie sie für jeden Handwerker gilt, völlig unglaubwürdig. Die Ausnahme vom Haftungsprinzip bei Bedrohung der Finanzstabilität ist daher eine Lex Deutsche Bank und Co. Das Volumen des EU-Abwicklungsfonds soll in 5 Jahren 55 Milliarden Euro betragen. Die europäischen Bankenrettungen kosteten 592 Milliarden Euro, das Zehnfache, ohne Garantien, die in der Spitze 900 Milliarden Euro umfassten. Bereits die Abwicklung der Banco Popular hätte den Abwicklungsfonds überfordert, ohne die Übernahme durch Banco Santander. Aber Fusionen verschärfen die Konzentration im Bankensektor und die systemischen Risiken. Das ist wie, wenn man in einem Raum mit Grippepatienten die Klimaanlage anstellt. Sie wissen, dass der Abwicklungsfonds nicht trägt. Daher soll mit dem IWF auch eine weitere Verteidigungslinie von 60 Milliarden Euro geschaffen werden, auch zur Einlagensicherung. Eine EU-Einlagensicherung ist aber nur sinnvoll, wenn man Risiken reduziert, bevor man sie streut. Die EU-Kommission will aber wie bei der Bankenabgabe die Sparkassen und Genossen zur Finanzierung der Großbanken schröpfen. Dabei verfügen die über eine eigene Institutssicherung und werden vom Rettungsfonds niemals profitieren. Wir brauchen daher ein Ende der investitionsfeindlichen Kürzungspolitik, siehe Portugal. Dies würde es südeuropäischen Banken ermöglichen, aus schlechten Krediten herauszuwachsen. Eine Trennung von Megabanken und strengeres Eigenkapital würden den Bankensektor stabilisieren. Verbleibende systemische Risiken könnte im absoluten Notfall die EZB in die Bilanz nehmen, aber nur bei strikter öffentlicher Kontrolle der Bank, weil die uns sonst ihren ganzen Finanzmüll vor die Füße kippen. Das wäre die billigste Lösung, weil Euros die EZB nichts kosten und sie frei bilanzieren kann. Eine Bankenunion als Vollkaskoversicherung für Deutsche Bank und Co. lehnt die Linke hingegen ab. Vielen Dank. Fabio De Masi von der Linksfraktion, seine Einschätzung insgesamt zur Situation der Banken. Besonders kritisiert hat er ja die Deutsche Bank und die Ablehnung einer Bankenunion hier für seine Fraktion begründet. Weiter geht es mit Gerhard Schick, dem finanzpolitischen Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe nur vernommen, dass Sie davon gesprochen haben, dass Sie als Rassist bezeichnet worden seien. Weder im Präsidium von uns hier oben noch von der Verwaltung hat das jemand zur Kenntnis genommen. Ich würde nur darauf hinweisen wollen, es wäre aus unserer Sicht unparlamentarisch, so miteinander umzugehen. Wenn das reicht, ist es in Ordnung. Herr Kollege Schick, Sie haben als Nächster das Wort. Das war noch mal ein kurzer Bezug auf die Rede des Abgeordneten Weil von der AfD. Jetzt weiter in der Debatte mit Gerhard Schick. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt gar nicht auf das eingehen, was Kollege Weil gesagt hat. Ich glaube, es war deutlich, dass sich selbst große Teile Ihrer eigenen Fraktion dafür geschämt haben, was Sie hier dargeboten haben. Und ich würde auch Frau Arndt-Brauer sagen, es ist durchaus ein aktuelles Thema, was man diskutieren kann. Es ist zwar der Vorwurf falsch, dass bloß weil die FDP nicht dabei war, wir nicht darüber geredet hätten. Aber es ist in der Tat ein Thema, was in Europa auf der Tagesordnung ist und womit sich der Deutsche Bundestag beschäftigen sollte. Was aber in dieser Debatte problematisch ist, ist der Eindruck, den Sie erweckt haben in Ihrer Rede, dass nämlich diese 950 Milliarden fauler Kredite in Europa jetzt vergemeinschaftet werden sollen. Darum geht es nicht. Niemand will das. Und Sie deuten das an, um die Leute mit einer Angst auf die Palme zu treiben. Dabei geht es darum, Risiken zu reduzieren und Europa stabil zu machen. Und das sollte man nicht so in die Ecke schieben. Sie landen nämlich sonst da, wo die britischen Tories gelandet sind, wo inzwischen aus dem Brexit-freundlichen Haus von Theresa May. Die Studien sagen, egal wie verhandelt wird, es wird ökonomisch schlechter sein für Großbritannien. Wer nicht mitmachen will in Europa, wird schlechter dastehen. Und so wird es uns auch gehen, wenn wir bei dieser Frage nur Nein sagen. Das ist keine Lösung. Sie vermitteln den Eindruck, als hätten wir immer noch nationale Bankenmärkte. Und als hätten wir mit den Banken in anderen Ländern überhaupt nichts zu tun.
Ja, dann könnte man ja sagen, jedem sein Einlagensicherungstöpfchen. Aber die Welt, die ist schon lange nicht mehr so. Es gibt einen Finanzbinnenmarkt. Und da gibt es spanische Banken, die in Deutschland Business machen. Und da gibt es italienische Banken und französische Banken. Und zu meinen, dass, wenn es ein Problem mit der Einlagensicherung woanders gäbe, dass wir in Deutschland nicht massiv darunter zu leiden hätten, ist einfach ökonomisch völliger Humbug. Und deswegen brauchen wir eine Stabilisierung in Europa, die notwendige Ergänzung. Um was geht es denn? Es geht darum, dass, wenn ein Einlagensicherungstopf eines anderen Mitgliedstaates bei einer Krise nicht ausreicht, dass man dafür eine Lösung hat. Und jetzt schlägt die Kommission einen Weg vor bis zu einer gemeinsamen Einlagensicherung. Und da muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass die USA mit einer genau solchen Regelung ein hervorragendes Beispiel haben, um den Steuerzahler zu schützen. Und darüber haben Sie kein Wort verloren, dass das genau dem Schutz der Steuerzahler dient und nicht, um ihn zur Kasse zu bieten. Und das Zweite, was man sich angucken muss, weil Sie sagen, da gibt es so viele Probleme in anderen Ländern. Ja, bitte. Schauen Sie sich doch die Zahlen an. Unsere Banken waren doch kein Deut besser. Und was die nächste Krise bringt, da weiß man nicht, wer von diesem gemeinsamen System profitieren würde. Vielleicht wäre es Deutschland. Unsere Banken waren in der letzten Krise nicht stabiler als die anderen. Vielleicht sind sie es in der nächsten auch nicht. Nicht so eine deutsche Hybris. Das hat in Europa keinen guten Klang. Und vor allem, das ist der Punkt, den wir vorschlagen, dass wir jetzt nicht einen gemeinsamen Topf machen, aber ein Rückversicherungssystem. Und da muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, wir kennen doch alle, wie Versicherungen funktionieren. Ich muss doch nicht mit allen Mitgliedern der Versicherung, wo ich Kunde bin, befreundet sein. Da sind viele drum, die machen ganz dumme Sachen. Aber die Versicherung ist für mich gut, um mich vor einem Schaden zu schützen. Und so würde ein Rückversicherungssystem zwischen den Einlagensystemen in Europa auch und gerade uns Deutschen ein stabileres System bauen. Und deswegen sollten wir uns daran nicht verweigern, sondern konstruktiv mitarbeiten. Und in diesem Zusammenhang, und nur in diesem Zusammenhang, werden wir es auch schaffen, das hinzubekommen, wo wir uns scheinbar einig sind, nämlich wirklich eine Risikoreduzierung. Und da muss noch einiges gemacht werden. Und das muss man jetzt gemeinsam mit den europäischen Partnern auf den Weg bringen. Natürlich muss man bei der Frage, können Banken viele Staatsanleihen von einem Staat auf ihren Büchern haben, ein Klumpenrisiko. Da muss man was tun. Da gibt es gute Vorschläge, da eine stärkere Eigenkapitalunterlegung zu machen, bestimmte Grenzen einzulegen. Natürlich brauchen wir das. Und wir brauchen auch, und da bin ich gespannt, die FDP ist da viel zu bankenfreundlich, um bei sowas mitzumachen, wir brauchen endlich eine höhere Eigenkapitalquote in Richtung 10%. Dann wird das System stabiler. Aber da sind Ihre Freunde in den Banken dagegen. Und das würde aber das wirklich Problem lösen, dass die Banken zu wackelig sind. Aber da wollen Sie natürlich nicht dran. Danke. Gerd Schick war das, Bündnis 90 Die Grünen, der hier erklärt hat, warum seine Fraktion durchaus mit dieser Bankenunion liebäugelt. Weiter geht es mit Hans Michelbach, CDU-CSU-Fraktion. Die Bankenunion ist einer von drei Bausteinen, die dem Eurosystem mehr Stabilität geben sollen. Wie wichtig mehr Stabilität ist, haben die Erfahrungen der Euro-Schuldenkrise gezeigt. Die ist durch den Deutschen Bundestag mit großem Gemeinschaftsgeist in Deutschland erfolgreich angegangen worden. Wir haben die Sparer gerettet, wir haben die richtigen Regulierungen getroffen und haben in großer Gemeinschaft im Deutschen Bundestag rund um die Uhr Schlimmeres verhindert. Das ist die Tatsache, meine Damen und Herren. Und Fazit ist: Stabilität erreicht man nur, wenn die Maßnahmen natürlich richtig und sachbezogen ausgestaltet werden. Dabei steht aus Sicht der Union ein Grundsatz natürlich ganz oben an. Risiko und Haftung dürfen nicht voneinander getrennt werden. Dieses Prinzip, dieser Grundsatz muss erhalten bleiben. Und das muss auch gerade für die Bankenunion gelten. Vor allem aber müssen alle Risiken oder die Risiken abgebaut werden, bevor eine Vollendung der Bankenunion tatsächlich verantwortet werden kann. Und Risiken, meine Damen und Herren, gibt es leider noch zuhauf. Das ist natürlich auch die Wahrheit.
Da ist zum einen die anhalt hohe Verschuldung einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten. Da sind zum anderen sicher auch faule Kredite in erheblichem Umfang in den Bankenlizenzen oder Bankenbilanzen. Und deshalb darf die Europäische Bankenunion kein Transferinstrument werden. Und meine Damen und Herren, die CDU/CSU plant dies auch nicht. Das möchte ich noch mal klar und deutlich hervorheben. Es ist klar, der Steuerzahler und die Sparer müssen geschützt werden. Und Voraussetzung bleibt, Stabilität erreicht man nicht durch eine blanke Schuldenvergemeinschaftung, meine Damen und Herren. Deshalb ist klar, vor der Installierung einer europäischen Bankenunion müssen faulen Kredite abgebaut werden. Und wir haben hier ein Benchmarking. USA 2% faule Kredite, Deutschland 2,5%, etwas schlechter. Aber es gibt natürlich Länder, die 15, 20 bis 50% faule Kredite haben. Und da muss gehandelt werden. Und darauf müssen wir hinwirken. Und das werden wir auch tun, indem wir in der Gemeinschaft dafür sorgen, dass Stabilitätsbewusstsein auch stärker verankert wird, meine Damen und Herren. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir eine risikoadäquate Behandlung von Staatsanleihen vornehmen. Denn Staatsanleihen sind eben nicht risikofrei. Das mussten wir immer wieder lernen, dass natürlich diese risikofreie Staatsanleihen, Aufkäufe oder Finanzierungen natürlich schon ein Risiko bedeuten. Und wir haben deshalb den richtigen Weg dafür gehalten, die Finanzierung von Staatsanleihen in Zukunft mit Eigenkapital zu unterlegen. Das ist sicher eine komplexe Frage, die wir hier haben. Deshalb ehrgeizige Zeitpläne sind gut, aber Sorgfalt muss natürlich auch hier vor Schnelligkeit gehen. Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir alles dafür tun, dass eben auch zunächst einmal bei den Banken gehandelt wird und die Bilanzsumme von 8% als Sicherheit ist sicher ein richtiger Weg, um Stabilität in den Banken zu erreichen, um Vertrauen bei den Finanzmarktkunden auch zu erreichen. Das ist unabdingbar, denn erst die Eigentümer und Gläubiger und die nationale Einlagensicherung ist gefragt vor Ort, wenn die Banken in irgendeine Schieflage kommen und nicht die Vergemeinschaftung. Und deswegen sind wir richtig beraten, eine Bankenunion mit Augenmaß, mit den großen Aufgaben zu verbinden der Regulierung. Und deswegen werden wir darauf achten, dass die Sparer, die Finanzmarktkunden in Deutschland nicht in Haftung genommen werden. Die Steuerzahler dürfen nicht in Haftung genommen werden. Das ist die Voraussetzung für eine Bankenunion auf europäischer Ebene. Herzlichen Dank. Also eine Bankenunion mit Augenmaß, sagt Hans Michelbach, wo die Kunden in Deutschland nicht in Haftung genommen werden. Weiter geht es mit Metin Hakverdi für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, obwohl wir heute eine Aktuelle Stunde haben, will ich trotzdem die Gelegenheit nutzen, auf die Ereignisse in der Vergangenheit aufmerksam zu machen. Heute, vor 10 Jahren, war die sogenannte Finanzkrise im vollen Gange. Monate zuvor ist die Subprime-Blase in den USA geplatzt. In den folgenden Monaten sind Banken wie Bear Stearns, Lehman Brothers, Banken in Europa und auch die eine oder andere deutsche Landesbank ins Schleudern geraten. Mit sehr viel öffentlichem Geld hat man diesen Sektor stabilisiert, damit wir Schlimmeres verhindern. Das war auch nötig, denn irgendwann ging es auch um den Euro als Ganzes. Die Bankenunion ist eines der Instrumente, die wir in Deutschland in der Eurozone gegründet haben, damit uns so etwas nie wieder passiert oder zumindest die Wahrscheinlichkeit drastisch reduziert. Die ersten beiden Säulen der Bankenunion, das ist die einheitliche Bankenaufsicht und das ist die einheitliche Bankenabwicklung, sind gegründet. Nun gilt es, die dritte Säule, die Einlagensicherung, voranzubringen. Die europäische Einlagensicherung ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme, die ergriffen werden muss, um den Euro auch in schwierigen makroökonomischen Lagen stabilisieren zu können. Die EU-Kommission
hat im November 2015, das ist angesprochen worden, einen Verordnungsvorschlag zur Errichtung einer europäischen Einlagensicherung vorgelegt. In dieser war eine vollständige Vergemeinschaftung der Einlagensicherung ab 2024 vorgesehen. Aus guten und berechtigten Gründen haben wir seinerzeit einen solchen Vorstoß in einem gemeinsamen Entschließungsantrag mit der Union abgelehnt. Der Vorschlag der Kommission war viel zu weitgehend. Zwischenzeitlich wurde ein Kompromissvorschlag von der zuständigen Berichterstatterin des Europäischen Parlaments vorgelegt. Ihr Vorschlag könnte einen Kompromissweg aufzeichnen, der den Interessen aller Mitgliedstaaten der Eurozone gerecht werden könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine europäische Einlagensicherung kann nur dann funktionieren, wenn sie auf grundsoliden Füßen steht. Das setzt voraus, das ist heute hier schon genannt worden, dass die Altlasten aus faulen Krediten, also die Non-Performing Loans, vorher signifikant und konsequent abgebaut werden müssen. Noch immer gibt es davon viel zu viel in den Bilanzen diverser Banken der Eurozone. Auch Kredite an Staaten müssen mit Eigenkapital unterlegt werden. Bei der Risikomessung muss das jeweilige länderspezifische Risiko berücksichtigt werden. Und letztlich berücksichtigen muss man auch die besondere Rolle der Sparkassen, der Genossenschaftsbanken, der Förderbanken, der kleinen und mittleren Privatbanken. Schließlich waren sie bei der Finanzkrise ab 2008 eine wichtige Stütze für die Finanzstabilität in unserem Land. Sie dürfen nicht über Gebühr belastet werden, und da werden wir besonders darauf achten. Ferner sind aus unserer Sicht weitere Maßnahmen erforderlich, um das Bankensystem in Deutschland und der Eurozone insgesamt zu stabilisieren. Wir schlagen vor, erstens die Einführung eines Trennbankensystems. Das bedeutet, dass Geschäftsbanken, die Kundeneinlagen verwalten, eben nicht im Investmentgeschäft tätig sein dürfen. Zweitens die Einführung einer klaren und angemessenen Verschuldungsquote für Banken. Drittens, bei einer Schieflage einer Bank müssen vorrangig die Anteilseigner und deren vermögenden Gläubiger haften. Das Bail-in-Prinzip muss konsequent angewendet werden. Viertens, der Eigenhandel von Banken muss eingeschränkt werden. Und fünftens, Transparenz bei den Geschäftsbeziehungen zwischen Banken und Schattenbanken, die nicht der dichten Regulierung unterliegen wie Banken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gemeinsame Einlagensicherung, solide organisiert, wird Banken und den Euro stabilisieren. Damit wird die Eurozone besser vor asymmetrischen Schocks, wie wir sie in der Finanz- und Eurokrise ab 2008 erlebt haben, geschützt. Das ist gut für den europäischen wie für den deutschen Sparer und Steuerzahler gleichermaßen. Zu einem friedlichen Europa gehört auch ein wirtschaftliches, stabiles Europa. Viele vergessen das nach über 70 Jahren Kriegsende. Die Vollendung der Bankenunion wird Deutschland und Europa stabiler machen. Vielen Dank. Mit dem Herr Querdi war das für die SPD-Fraktion und seine Vorschläge, von denen besonders beachtenswert, der war zu einem Trennbankensystem, dass also Banken, die Geld anlegen und diejenigen, die investieren, getrennt werden sollen in Europa, ist das allerdings nicht in Sicht. Weiter geht es mit Steffen Keuter für die AfD-Fraktion. Auf einen Fahrplan zur Vergemeinschaftung der Einlagensicherungssysteme einigt. Voraussetzung sei, dass die Risiken auf den Bankbilanzen auf ein erforderliches Minimum begrenzt würden. Der Finanzminister stellt sich hier einen längeren Fahrplan vor, wie damals bei der Euro-Einführung. Wir haben schon bei der Einführung der Gemeinschaftswährung erleben dürfen, was von solch geschlossenen Verträgen zu halten ist, nämlich nichts. Von den Maastricht-Kriterien zur Schuldenobergrenze ist nichts übrig geblieben. Vom Verbot der gegenseitigen Staatshaftung ist nichts übrig geblieben. Vom Verbot der Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank ist nichts übrig geblieben. Die Liste ist noch länger. Ich erspare Ihnen jetzt hier die Einzelheiten. Jetzt wird gefordert, dass die Banken ihre Risiken reduzieren. Risikoreduzierung bedeutet nichts anderes als den Verkauf von Forderungen mit Verlust. Hierzu brauchen Banken frisches Eigenkapital. Das ist aber von der EU nicht gewollt. Wir nehmen den Banken also quasi die Luft zum Atmen. Und wir wollen bei betroffenen Bankenpleiten die Sparer aus EU-Töpfen entschädigen mit deutschem Geld.
Der von der EU-Kommission angestrebte Transfermechanismus zwischen soliden und weniger soliden nationalen Sicherungssystemen führt im Kern dazu, dass jede Bank in der Eurozone für die Risiken anderer Banken mithaften muss. Dies führt dazu, dass deutsche Sparer für die Risiken von beispielsweise südeuropäischen Banken mithaften müssen. Aber genau diese Banken sind teilweise marode und im Kern unsolide. Diese Banken in Südeuropa haben in viel zu großem Umfang faule Kredite auf den Bilanzen. Wollen wir mit dem Geld deutscher Sparer russisch Roulette mit 6 Kugeln in der Trommel spielen, meine Damen und Herren? Die aktuell vermeintlich gute Konjunktur fußt ganz im Wesentlichen auf der Niedrigzinspolitik der EZB, man mag es auch Enteignung nennen. Was aber passiert, wenn die Zinsen wieder steigen? Dann steigen die Konjunkturrisiken und damit auch die Kreditrisiken. Und wir Deutschen sollen dann über eine Bankenunion den Deckel zahlen? Was soll dieser Unsinn? Im kleinen Zypern wurden die Sparer bereits rasiert. Das Griechenland-Abenteuer haben wir mit einem blauen Auge überstanden. Gut, die Milliarden werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen, aber sie stehen uns ganz gut in den Büchern zu Gesicht. Glauben Sie tatsächlich, dass es besser wird, wenn man jetzt Zusatznetze für Finanzjongleure spannt, in die sie sich jederzeit fallen lassen können? Unglaublich. Schauen wir einmal nach Italien. Das Handelsblatt hat gestern geschrieben, 360 Milliarden Euro an faulen Krediten auf den Bilanzen italienischer Banken. Die Gründe liegen in der schleppenden italienischen Konjunktur, dem schwachen Immobilienmarkt in Italien und zum anderen ganz wesentlich in der schlampigen Kreditvergabepraxis. Der italienische Staat würde die Banken gerne stützen, das wiederum möchte die EU nicht. Die EU möchte, dass die Banken die faulen Kredite abbauen, also die Forderungen mit Verlust verkaufen. Um diese Verluste schultern zu können, bräuchten die Banken frisches Eigenkapital, was der Staat im Zweifel auch gerne zuschießen möchte, aber die EU es wieder verbietet. Merken Sie was? Über diese Vergemeinschaftung der Sicherungssysteme haftet letzten Endes doch nur der deutsche Sparer. So funktioniert das mit uns nicht, meine Damen und Herren. Es ist absolut richtig, dass ein gemeinsamer Verbleib in der Eurozone nur funktionieren kann, wenn die Standards in der Eurozone weiter vereinheitlicht werden. Damit müsste aber die EU den einzelnen Staaten immer mehr Zuschriften machen und die souveränen Rechte entziehen. Wollen Sie das? Herr Schulz würde Ihnen Beifall klatschen. Heute ist er nicht da, deshalb tut er das nicht. Wir tun es aber nicht. Im Sinne eines guten Europas, eines Europas der Vielfalt und der Kulturen, halten wir den Euro und das hiesige Ansinnen für kontraproduktiv. Wir sollten uns besser mit einem geordneten Ausstiegsszenario beschäftigen als mit dieser Utopie hier. Wir lehnen ein europäisches Einlagensystem entschieden ab. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Stefan Keuter war das für die AfD-Fraktion, die Ablehnung einer Bankenunion von ihm hier vorgetragen. Weiter geht es mit Florian Tonka für die FDP. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vorhin von der Kollegin Arndt-Brauer gesagt worden, es sei ja immer wieder über das Thema Einlagensicherung und Bankenunion hier debattiert worden. Das mag so sein. Aber wenn man sich mal anschaut und anhört in dieser Debatte, welche Einigkeit zwischen CDU, CSU, SPD und Grünen bei diesem Thema besteht, dann würde ich sagen, eine lebendige Debatte kann das eigentlich nicht gewesen sein. Und dass diese Debatte aktuell ist, Frau Kollegin, das zeigen ja auch die Reaktionen aus der Fachwelt. Sie müssen der FDP nicht glauben, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber dann schauen Sie sich an, was Verdi dazu geschrieben hat. Die haben geschrieben, dadurch sind unsere Arbeitsplätze in Gefahr. Das ist eine Gefahr für die Arbeitsplätze, insbesondere bei den Sparkassen. Das sagt Verdi. Und wenn Verdi recht hat, dann darf man Verdi hier auch mal erwähnen. Recht haben Sie. Der Städtetag sagt Ähnliches. Der Städtetag sagt Ähnliches und die Volksbanken sprechen von einer existenziellen Gefahr für alle Verbundsysteme. Deswegen, Kollege Schick, sind das hier insbesondere die kleinen Banken, die Sorgen haben und nicht die großen, wie Sie hier insinuiert haben. Die kleinen Banken haben die größten Sorgen vor einer einheitlichen europäischen Einlagensicherung. Und um eines auch noch mal klarzustellen, jedenfalls aus unserer Sicht,
Bankenunion ist eine gute und richtige Idee. Aber Bankenunion funktioniert auch ohne eine einheitliche Einlagensicherung auf europäischer Ebene. Man kann sie machen, aber man muss sie nicht machen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein elementarer und unverzichtbarer Bestandteil dessen wäre. Bankenunion ist heute Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB und eine einheitliche Abwicklung von Banken durch eine einheitliche europäische Abwicklungsbehörde. Beides kann man noch besser machen, aber beides funktioniert für sich genommen sehr gut. Und das hat mit der Einlagensicherung indirekt schon zu tun, aber Sie können das auf die eine wie die andere Weise lösen. Deshalb können wir darüber hier debattieren, unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist kein zwangsläufiger Weg, wie manche hier den Eindruck erwecken, jetzt in eine einheitliche Einlagensicherung vorgezeichnet. Und was mich stört, ich will es noch mal sagen, Einlagensicherung bei kleinen Banken, wenn eine kleine Bank pleite ist, da kann das nationale Einlagensicherung ohne System ohne Probleme einschreiten, auch in Zukunft, kann den Fall lösen. Interessant wird es, wenn in Zukunft bei einer einheitlichen Einlagensicherung eine große Bank abgewickelt werden muss nach europäischen Regeln. Dann entschädigt nämlich das nationale Einlagensicherungssystem den einheitlichen Abwicklungsfonds. Das heißt, die Gelder, die auch die kleinen Banken eingezahlt haben, gehen dann in die Abwicklung der großen, sollen diese Lasten finanzieren. Und ich will mal wissen, warum das gerechtfertigt ist und wie man das eigentlich rechtfertigen kann, dass die kleinen Banken für die Abwicklung der großen zahlen sollen. Habe ich heute nichts gehört, wird oft auch übersehen, ist aber der falsche Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann ist es nun mal so, dass man jetzt, wenn man über die Vollendung der Bankenunion diskutiert, hauptsächlich in den Papieren was liest zum Thema Einlagensicherung. Aber die wirklich wichtigen Dinge, die in der Bankenunion auch noch zu optimieren und zu verbessern sind, die finden sich eben auch nirgends in den entsprechenden Planungen. Es ist eine rein auf die Einlagensicherung beschränkte Debatte. Die Roadmap jedenfalls, ich wage die Prognose, jedenfalls lese ich in den Papieren nicht sehr viel von anderen Dingen. Ich will Ihnen mal ein paar Beispiele nennen, bevor Sie mir widersprechen, Kollege Schick. Es ist schon angesprochen worden, die drei italienischen Banken, Monte dei Paschi di Siena, die älteste Bank der Welt, Banco Popolare di Vicenza und die Veneto Banca, sind trotz Abwicklungsrichtlinie, trotz einheitlichen Abwicklungsmechanismus erneut mit Steuergeldern gerettet worden. Warum war das so? Weil es einige Schlupflöcher gibt in den entsprechenden Rechtsgrundlagen, die auch prompt beim ersten Anwendungsfall und beim zweiten und beim dritten genutzt worden sind. Nun müsste man doch zuallererst mal hergehen und diese Schlupflöcher stopfen, damit Banken abgewickelt und nicht gerettet werden. Das wäre doch das Wichtigste, und das erwarte ich mir eigentlich gerade auch von einer Bundesregierung. Und wir könnten weitermachen. Wo lese ich was von einem Umschuldungsmechanismus für Staaten? Den brauchen wir. Gläubigerhaftung. Wo lese ich was von Eigenkapitalunterlegungen bei Staatsanleihen? Das höre ich immer wieder. Ja, aber wenn man über die Fortschreibung der Bankenunion spricht, Kollege Michelbach, dann wäre das doch wirklich ein Beitrag zur Lösung. Und da würde ich mir erwarten, dass Herr Altmaier darüber mit seinem französischen Kollegen spricht und nicht zuerst über die Einlagensicherung. Und im Übrigen ist es auch nicht so, aus meiner Sicht, dass der Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen, Kollege Schick, schon so gut funktioniert, dass, wie Sie gesagt haben, dass das also alles grenzüberschreitend prima möglich wäre. Da gibt es, man muss jedenfalls gucken, dass der Binnenmarkt besser funktioniert. Ich habe gerade auch viele digitale Geschäftsmodelle von Banken gesehen, die haben versucht, ein Produkt digital im Internet zu vertreiben und das in verschiedenen europäischen Ländern anzubieten. Und das ist immer noch sehr, sehr oft gescheitert. Das wären doch Aufgaben für eine Integration der Bankenmärkte in Europa und nicht zuerst die Einlagensicherung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die einheitliche Einlagensicherung hat erhebliche Nachteile. Sie wird für die Bankkunden hier in Deutschland teurer. Sie ist auch mit dem Risiko verbunden, dass die Absicherung schlechter wird. Bei den Verbundsystemen, bei der Institutssicherung der Volksbanken und Sparkassen ist das evident. Ich will auch erinnern an die freiwillige Einlagensicherung der Privatbanken, die natürlich auch in Frage steht. Das ist doch etwas, was eigentlich mehr ist als gesetzlich gefordert. Und das ist doch etwas, was in Frage steht, was in Gefahr ist, wenn man das alles in eine einheitliche Einlagensicherung überführt. Das heißt, die Absicherung könnte auch noch schlechter werden. Und da muss man erst mal begründen, dass das wirklich ein Fortschritt ist. Ich bin davon nicht überzeugt. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass die Bundesregierung sich jetzt hier anders positioniert, als das bisher der Fall war. Soweit Florian Tonka für die FDP, der auch noch einmal die Skepsis seiner Fraktion, die ja diese Aktuelle Stunde hier beantragt hatte, begründet hat. Weiter geht es mit Sepp Müller, CDU/CSU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schiebe mal meine Rede zur Seite, weil ich habe gar nicht gewusst, dass so viel Realsatire heute im Deutschen Bundestag vorgetragen wird anstatt Realpolitik.
Ich habe von 2007 bis 2010 eine Lehre bei der Sparkasse absolviert als Bankkaufmann. Kennen Sie das? Nein, es ist kein SPD-Parteibuch. Nein. Anders als vielleicht die Altersgenossen bei den Jusos scheuen wir uns nicht vor der staatspolitischen Verantwortung in meinem Alter bei der CDU/CSU, liebe Freunde. Nein, es ist ein Sparkassenbuch. Es ist ein Sparbuch, was für Vertrauen steht. Und die Aktuelle Stunde, liebe Liberale, die Sie hier fordern und mit welcher Angst Sie jetzt versuchen, Angst zu schüren und Vertrauen zu zerstören, muss ich wirklich sagen, das ist mehr als despektierlich. Wenn Sie davon sprechen, dass Einlagensicherung demnächst europäisch vereinheitlicht werden soll, dann sagen Sie mir doch bitte, wo das steht. Was hat denn der geschäftsführende Finanzminister gesagt? Wir haben eine Roadmap, an die halten wir uns. Und wenn alle Punkte abgearbeitet sind, dann können wir am Ende des Prozesses uns darüber unterhalten. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, liebe Liberale. Und lieber Dr. De Masi, ich empfehle Ihnen mal, mit Ihren linken Genossen in Wittenberg zu sprechen, der Landrat und gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse ist. Sprechen Sie mal mit ihm über den Vorschlag, die Eigenkapitalquoten zu erhöhen. Und dann bin ich mal auf seine Antwort gespannt. In den Regionalbanken, die so wichtig waren während der Finanzkrise, um das deutsche Finanzsystem aufrechtzuerhalten, sind die Eigenkapitalquoten schon peu à peu erhöht worden. Zur Folge hatte es, dass vor allem Umstrukturierungsmaßnahmen in den Regionalbanken die Folge waren, unter anderem mit ihrem Verwaltungsratsvorsitzenden, Filialschließung in der Fläche, Personalabbau in der Fläche. Das ist die Ehrlichkeit, wenn Sie noch höhere Eigenkapitalquoten fordern und gerade im deutschen Bankensystem. Das würde unsere Regionalbanken kaputt machen, liebe Freunde. Und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, Dr. Schick, Sie sprechen ja von einer Eigenkapitalquote mittlerweile von 10%, 950 Milliarden Euro und meinen das hervorragende Regelung der USA, dass das super läuft. Wir sind aber nicht Amerika, Dr. Schick. Und unser Ziel ist es, und dabei bleiben wir auch dabei, dass das Risiko im Bankensystem europaweit reduziert werden muss. Ich denke, da sind wir uns einig. Dass wir einheitliche Regeln haben, die umgesetzt werden müssen. Dass die faulen Kredite, für die Sparer auf der anderen Seite mit haften, egal in welchem Land, reduziert werden muss. Das muss unser Ziel sein. Und am Ende des Prozesses gehört es dazu, miteinander zu reden. Und miteinander zu reden, und darum ist es auch gut, dass man darüber diskutiert, miteinander zu reden. Also ich gehöre zu einem der wenigen ganz Jungen, die unter 30 hier im Deutschen Bundestag sind und vor allem von Europa profitieren und von der Reisefreiheit. Und liebe Abgeordnete der AfD, was Sie hier preisgeben, spiegelt Ihr ganzes Bild zu Europa wider. Und Sie haben es am besten bewiesen, letzte Woche, als der französische Präsident der Assemblée Nationale auf Deutsch hier eine perfekte Rede gehalten hat, mit Ihren Reaktionen, das war beschämend für unser Land. Ich schäme mich dafür, dass Sie so reagieren. Meine Damen und Herren, wir müssen an dieser Stelle die Aktuelle Stunde unterbrechen.